jetzt aber fast vergessen, dass ich dieses Mal mich zu entmuten, aber jetzt nochmal richtig. Ladies, welcome, welcome zum heutigen Ladies Night, zum heutigen Call von Ladies Empire. Ich freue mich so, so sehr, so viele wunderschöne Gesichter zu sehen heute an diesem Abend, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt, euch heute mal besonderen, ganz, ganz besonderen Value mitzunehmen. Und ja, wir haben jede Woche wieder heftigen Value, heftigen Mehrwert. Ladies, die so viel auf dem Kasten haben, so viel Erfahrung schon gesammelt haben in unterschiedlichsten Bereichen. Und heute gehen wir mal endlich wieder mehr auf den finanziellen Bereich ein. Also wie wir einfach da nochmal einen finanziellen Level up machen können mit unserem Wissen, mit unseren Skills und so weiter und so fort. Und heute, ja, heute dive wir mal in das Thema Fremdkapital-Trading. Und Leute, das ist so gar keine Selbstverständlichkeit. Ich sag's euch, Trading ist ja mittlerweile ohnehin in aller Munde. Jeder weiß irgendwie, okay, es existiert, es machen die Banken schon seit tausenden von Jahren. Jetzt können wir es auch als Privatperson das Ganze für uns nutzen. So, alle haben irgendwie eine Ahnung davon, aber da ist ja immer auch die Frage, okay, wie finanziere ich das Ganze? Wie mache ich das mit dem Eigenkapital und so weiter und so fort? Wie soll ich mir dann ein eigenes Konto anlegen? Dies, das, dies, das. Was viele aber nicht wissen, weil einfach diese Info noch fehlt, ist, dass man eben auch Fremdkapital für sich nutzen kann. Und dass es dafür halt eben bestimmte Firmen gibt, die genau das halt eben zur Verfügung stellen, Fremdkapital, und wie das Ganze funktioniert und worauf man da achten muss und so weiter und so fort. Das wird heute von einer Spezialistin, einer Expertin auf diesem Gebiet heute ja geteilt, denn wir haben eine sehr besondere Lady für diesen heutigen Call eingeladen, beziehungsweise es ist eigentlich ja die Creatorin von Ladies Empire am Ende des Tages. Leute, dank ihr, dank dieser Person hier, haben wir überhaupt die Möglichkeit, uns alle so zu connecten, wie wir es heute tun. Nur dank ihr ist überhaupt diese ganze Gruppe ja ins Leben gerufen worden. Dank ihr können wir hier unseren Value wöchentlich einfach austauschen. Und on top, wie gesagt, ist nicht einfach ohne Grund, dass sie halt ein so trading-starkes Team hat, okay? Wir haben jetzt erst vor kurzem sogar einen weiteren FTMO-Trader kreieren können, beziehungsweise, was heißt wir? Also, sie hat da auf jeden Fall mitgewirkt. Ich hole dich hier mal auch direkt mit auf die Bühne, damit alle wissen, von mir hier rede. So, dididim. Leute, es war ja klar. Wir reden hier natürlich von Lori, von Noreen, die einfach, wie gesagt, so viele starke Trader in ihrem Team hat, sie mit ausgebildet hat, sie unterstützt, und zwar on the daily basis. Leute, es gibt niemanden, ich kenne wirklich niemanden, der mit so viel Leidenschaft, mit so viel Herz wirklich tagtäglich hier am Business mit dabei ist und tagtäglich an die Teampartner geht, fragt, wo man unterstützen kann, wo man noch mehr Value geben kann, wie man hier und da eine Strategie feilen kann und so weiter und so fort. Wir haben einfach die FTMO-Trader, die wir im Team haben, die hat Loreen mit von Anfang an ja begleitet, die hat Loreen von Anfang an mit an die Hand genommen, mit unterstützt, und das ist all diese Liebe, die da so eingeflossen ist, so die auch heute aufgebaut sind, charaktertechnisch hat. Loreen hat da jedes Mal ihre Finger mit im Spiel gehabt, jedes Mal halt da ihren Value geteilt, ihre Liebe vor allem geteilt, und man merkt das, wie gesagt, jeden Tag. Ich habe da die Ehre, mit ihr sehr eng zusammenzuarbeiten, und ich bin da so dankbar auch dafür, denn auch ich würde heute nicht an diesem Punkt stehen, an dem ich heute bin. Ich würde nicht so frei speaken können, denn ich hätte diese Bühne gar nicht, hätte Loreen sie mir nicht gegeben. Ich würde nicht die Trading Skills besitzen, die ich heute besitze, hätte Loreen mich nicht mit an die Hand genommen und mir nicht die Basics gezeigt, die weiteren, sage ich mal, ja, die fortgeschrittenen Sachen und so weiter und so fort. Und ich deswegen nochmal eine ganz, ganz, ganz fette Welle in dem Chat für diese Trading Queen, für diese Mom von uns, unsere Queen. Ich bin einfach wirklich blessed, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen, blessed für ihre Liebe, blessed überhaupt, dass sie ja hier mit uns zusammen im Business aktiv ist und einfach jedes Mal aufs Neue am Start ist. Wenn wir sagen, wir brauchen dich, dann macht sie es, dann ist sie da, nimmt sich die Zeit. Deswegen, Girl, hier stelle ich hier direkt mal auf den Co-Host. Dann kannst du dich auch gleich entmuten und würde dir einfach direkt die Bühne abgeben. Much, much fun, much, much love an dich. Let's go. Lass uns mal richtig geil uns finanziell weiterbilden und einfach mal Trading Value ballen, Leute. Let's go. Yes, let's go. Ich hoffe, es kann. Drop meine 7 in den Chat, wenn ihr mich alle gut verstehen könnt. Ich sitze nämlich auf der Terrasse gerade und ich weiß nicht, ob der WLAN-Empfang reicht, aber sollte eigentlich passen. Das ist eigentlich crazy, bei meiner Oma ist das WLAN besser als bei mir selbst. Das ist schon echt der absolute Wahnsinn, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ladies, und ich glaube, ich habe David hier auch gespottet, deswegen sagen wir einfach mal Ladies and David.
Cool, auf jeden Fall, dass du auch am Start bist. Aber David, das ist auch ein wichtiges Thema für dich. Und zwar, ja, ich muss ehrlich sagen, ne, ich sehe hier eigentlich einige Gesichter, die schon bei IAM sind, die wahrscheinlich auch schon wissen, was FTMO bedeutet, was Forex Trading bedeutet und so weiter und so fort. Und ich habe mich jetzt wirklich so voll darauf vorbereitet, dass ja, jedes Kleinkind versteht, was jetzt Forex Trading ist, was FTMO ist. Und ich bin gerade am Überlegen, okay, mache ich das jetzt trotzdem oder switche einfach ein bisschen um, weil, sind wir ganz ehrlich, so, wir sind jetzt hier wahrscheinlich alle auf dem Call, weil wir natürlich jetzt FTMO und alles hören und wissen wollen und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, bevor ich damit überhaupt reinstarte und so weiter und so fort, ist es vielleicht generell erstmal wichtig, darüber zu sprechen, was ja, grundsätzlich überhaupt auch nötig ist, um im Trading zu starten. Weil die meisten denken immer, ey, ich brauche viel Kapital, ich brauche viel Wissen, ich brauche dies, ich brauche das, ich muss gefühlt Finanzexperte sein. aber dann nehme ich dir gleich mal die Ruhe weg, denn das musst du gar nicht sein. Eigentlich das allererste, was du brauchst, ist das richtige Mindset und eine Entscheidung, die du treffen musst. Okay, du musst dich entscheiden, diesen Weg zu gehen, weil wenn du dich dafür entscheidest, entscheidest du dich dafür, ja, einen sehr, sehr schwierigen Weg zu gehen, einfach Geld zu verdienen. Okay, und ich sage das immer ganz gerne, weil Trading ist tatsächlich der schwierigste Weg, einfach Geld zu verdienen. Und es ist wirklich so. Und damit möchte ich euch jetzt gar nicht beunruhigen oder so, um Gottes Willen. Damit möchte ich euch trotzdem sagen, ey, trotzdem ist es eigentlich einfach, im Trading durchzustarten, weil man braucht eigentlich gar nicht so viel. Okay, man braucht, wie gesagt, einfach nur eine Entscheidung, die man treffen muss. Und man braucht das richtige Wissen, die richtigen Menschen, mit denen man sich umgibt, okay, und eben, ja, sage ich jetzt mal, die richtigen Mentoren auch, von denen man lernen kann, ne? Und deswegen, ich würde jetzt einfach mal ganz kurz reinstarten in meine Brisi. Wird es wahrscheinlich ein bisschen durcheinander sein, weil, wie gesagt, ich werde es jetzt ein bisschen mixen einfach so, dass die jetzt auch eigentlich schon da sind bei AG, auch ein bisschen was mitnehmen können, weil sonst erzähle ich euch, glaube ich, einfach nur Dinge, die ihr schon wisst. Wir starten trotzdem einfach mal ganz kurz rein für alle, die jetzt vielleicht auch ganz frisch bei IAM sind oder noch nicht lange am Start oder vielleicht auch noch gar nicht gestartet sind. Einfach noch mal ganz kurz zur Auffrischung, ey, was ist Trading überhaupt, okay? Genau, Trading kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt Handeln, okay? Und Handeln kann man ja heutzutage eigentlich mit extrem, extrem vielen Dingen, wenn wir ganz ehrlich sind, ne? Also früher hat man zum Beispiel, keine Ahnung, Muscheln gegen was zu essen getauscht, okay? Also es gab eigentlich schon immer Tauschgeschäfte, okay? Das heißt, grundsätzlich ist das ganze Konstrukt, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht neu, ne? Das Einzige, was halt einfach neu ist, ist, dass du es für dich nutzen kannst, um eben von überall aus der Welt dein Geld zu verdienen. Es beschreibt den kurzfristigen Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten. Was sind Finanzinstrumente? Ich habe es euch in Klammern dazu geschrieben, ne? Zum Beispiel die Devisen, also Währungen, Euro, US-Dollar, dies, das, jenes, Wertpapiere oder eben Rohstoffe, ne? Wertpapiere, Aktien und so weiter und so fort. Das sind zum Beispiel mögliche Dinge, mit denen wir handeln bzw. traden können. Grundsätzlich eigentlich auch schon mit Immobilien und so ein Quatsch. Ne? Muss man sich einfach auch mal ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen, was man eigentlich alles traden kann heutzutage. Also ich sag mal so, diese drei Punkte, die ich euch da aufgeschrieben habe, sind eigentlich so die ja, am allermeisten bekannt sind und die tatsächlich auch die allermeisten Menschen traden, ne? Also Devisen, Wertpapiere oder eben Rohstoffe. Dabei setzt man sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse. Ich muss ganz kurz auf was eingehen, weil ich einfach weiß und ich es immer wieder sehe in Follow-ups oder so oder bei interessanten Gesprächen, dass viele immer nur denken, ey, wir können nur gewinnen, wir können nur profitieren, wir können nur Geld verdienen, wenn die Märkte steigen, okay? Aber das ist so ein Glaubenssatz, der völlig falsch ist, weil du kannst tatsächlich auch an den fallenden Kursen profitieren. Die Frage ist halt einfach nur, ey, woher weiß ich, wann so ein Kurs mal fällt, so ein Markt mal fällt, ne? Und wie kann ich letztendlich daran profitieren? Da gehen wir aber später noch mal rein. Ich habe jetzt zu den letzten zwei Stichpunkten habe ich aufgeschrieben, ne, dass das tatsächlich eigentlich wahrscheinlich schon mal jeder getradet hat, aber es wahrscheinlich gar nicht wirklich wusste, beziehungsweise es gar nicht bewusst wahrgenommen hat. Und jetzt droppt mir bitte mal jeder eine einzelne Chat, der schon mal im Ausland war, ne, wo die Währung Euro nicht
nicht da war, okay, also wo man quasi nicht mit dem Euro zahlen konnte, wo du in das Land geflogen bist und dein Euro gegen keine Ahnung was getauscht hast, US-Dollar, US-Dollar, japanischer Yen, was weiß ich, neuseelischer Dollar, wo auch immer du warst auf der Welt, aber wahrscheinlich war noch keiner hier im Ausland, auch okay, macht überhaupt gar nichts, aber ja gut, dann kann ich nicht sagen, jeder hat hier auf dem Call wahrscheinlich schon getradet, dann hast du wahrscheinlich noch nicht getradet, aber grundsätzlich läuft es eigentlich so ab, dass man einen bestimmten Eurobetrag, ne, in eine Handelsstube mitbringt und halt sagt, ey, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, zum Beispiel 500 Euro, die möchte ich jetzt in türkische Lira umtauschen. Ne? Und dann ist es meistens so, je nachdem, welche Währung stärker ist, bekommst du entweder mehr türkische Lira oder vielleicht auch ein bisschen weniger türkische Lira, okay? Das kommt immer darauf an, ey, wie stark ist diese Währung und wie steht da auch gerade aktuell der Wechselkurs? Gehen wir mal ganz kurz weiter. Wir haben gerade von Devisen gesprochen, okay? Devisen, also Währungen und vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon klar. Wir bei IAM beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Forex-Markt, also sprich Währungsmarkt oder auch Devisenhandel genannt, beziehungsweise Devisenmarkt genannt. Und da kommt es eben, wie eben schon erwähnt, wirklich hauptsächlich darauf an, Währungen zu traden. Okay? Forex bedeutet so viel wie Foreign Exchange, bezeichnet quasi den Vorgang, wie du eine Währung in eine andere umwandelst, beziehungsweise einfach handelst. Ne? Okay, du tauschst eine Währung gegen die andere. Jetzt ist die Frage, okay, warum tauschen wir denn überhaupt eine Währung gegen die andere? Was ist denn der Sinn daran? Der Sinn an dem Ganzen ist, dass das zwischen diesen Währungen, okay, die wir quasi traden, also angenommen, wir wollen jetzt den Euro in den US-Dollar umtauschen, zwischen diesen zwei Währungspärchen herrscht die ganze Zeit eine Schwankung, okay? Und diese Schwankung kann man grundsätzlich rund um die Uhr, wenn man das richtige Wissen besetzt, profitabel für sich ausnutzen. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, dieser Forex-Markt hat ein Handelsvolumen von über 5 Billionen US-Dollar am Tag. Und jetzt stelle ich einfach selbst, oder ich stelle mal eine Frage in den Chat, bevor ich gleich das Ergebnis droppen lasse. Wie viele Nullen hat eine Billion? Weiß das jemand? Ohne zu googeln. Weiß jemand, wie viele Nullen eine Billion hat? Ohne zu googeln. Ah. Okay, ich glaube nicht, aber egal. 12 Stück, okay? Eine Billion Dollar hat 12 Nullen, okay? Das müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Das ist schon sehr, sehr geisteskrank. Und somit gehört der Forex-Markt tatsächlich auch zu einem der meist gehandelten Finanzmärkte der Welt. Einfach, weil er so groß ist. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, wir haben einen extrem, extrem großen Kuchen, okay? Wir haben einen extrem großen Kuchen, wo in diesem Kuchen, keine Ahnung, da ist Buttercreme drin, da ist Marmelade drin, da sind Himbeeren oben drauf, da ist Schokolade drin. Wir haben so eine richtig geile Mischung mit Obst und Sahne und was weiß ich was. Also wir haben so eine richtig fette Torte, okay? Und so könnt ihr euch jetzt sinnbildlich einfach mal den Forex-Markt drin vorstellen, okay? Wir haben da so viel schöne Dinge drin, sag ich jetzt mal, die uns schmecken, die gut für uns aussehen und so weiter und so fort. Und unser Ziel ist es einfach, uns einen klitzekleinen Krümel von diesem Kuchen abzuschnacken, okay? Und das ist quasi sozusagen das Ziel, was wir als Trader für uns, sag ich jetzt mal, für uns nachgehen wollen. So, jetzt habe ich hier aus Versehen. So, jetzt, ich habe eben schon von Wechselkursschwankungen gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn überhaupt Wechselkursschwankungen? Verantwortlich oder beziehungsweise warum gibt es überhaupt solche Schwankungen oder was sind Schwankungen? Wie auch immer, ihr müsst euch vorstellen, diese Schwankungen werden von diesem Wechselkurs bestimmt. Beziehungsweise ist der Wechselkurs für solche Schwankungen verantwortlich im Markt? Ich muss hier mal ganz kurz irgendwas changen an meiner Einstellung. Ich sehe euch. Jetzt, okay, jetzt ist es besser. Also der Wechselkurs ist verantwortlich für diese Schwankungen im Markt und dieser bestimmt tatsächlich auch, wie viel du von einer Währung bekommst, wenn du sie eintauschst. Das heißt, dieser Wechselkurs bestimmt, also beziehungsweise dort, wo der Wechselkurs gerade aktuell steht, bestimmt, wie viel du bei einem Währungstausch verdienen kannst. Okay, ich glaube, das war ganz gut erklärt. Menschen, die in diesem Handel aktiv sind, warten also auf den genau perfekten Punkt, wo sie von dieser Schwankung profitieren können. Und die Frage ist halt allerdings immer nur,
Ey, wie weiß ich denn, wann jetzt so eine Schwankung da ist, wie ich von so einer Schwankung auch profitieren kann und so weiter und so fort? Da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen, weil da möchte ich euch auch ganz gerne noch ein bisschen was zeigen und vorstellen. Genau, ich habe es ja hier auch schon geschrieben, ne? Wann weiß ich, wann der perfekte oder der beste Moment ist, um diese Schwankungen auszunutzen? Und um diesen Zeitpunkt ermitteln zu können, arbeitet zum Beispiel die Börse oder auch wir als Privattrader, sage ich jetzt mal, mit verschiedenen Analysearten. Und die bekannteste bzw. auch meist gehandelte Analyseart ist die technische Analyse. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal etwas davon gehört. Wie hier unten auch schon hingeschrieben, um diese zu nutzen und für sich einsetzen zu können, muss man sie aber erstmal erlernen. Ne? Weil alles andere wäre einfach Glücksspiel. Ich hatte tatsächlich auch schon sehr, sehr viele Leute im Team, die gemeint haben, ey, nach einem Monat, ich habe es jetzt hier schon voll drauf, ich kann jetzt traden, ich quitte jetzt wieder bei IAM und brauche das Wissen gar nicht mehr. Und ja, dann war es das aber auch komplett mit der Trading-Karriere gewesen. Damit will ich niemanden schlecht reden, sondern ich möchte euch einfach nur sagen, dass es das natürlich auch ein Prozess ist, um so eine technische Analyse oder selbst wenn es eine fundamentale Analyse ist oder sonst irgendwas. Okay, es ist völlig egal, aber es benötigt einfach Zeit. Und ich sag mal so, umso mehr Zeit du dir selbst gibst, um diesen Skill, diese Fähigkeit zu erlernen, umso besser wird es auch zu 100%. Umso krasser wirst du wirklich dorthin kommen, von Trading wirklich mal hauptberuflich, beziehungsweise vom Trading leben zu können, wirklich deine Dinge, die du, deine Fixkosten zu bezahlen, wie auch immer. Ne? Ihr wisst schon, auf was ich hinaus will. Ich habe euch jetzt mal ein Beispiel noch mitgebracht zum Volkstrading. Und zwar, viele können sich ja auch nicht so wirklich vorstellen, okay, wir haben jetzt über Schwankungen gesprochen, wir haben über den Wechselkurs gesprochen, wir haben über Euro US-Dollar gesprochen und so weiter und so fort. Aber wie kann ich damit jetzt Geld verdienen? Das ist halt aber so die Frage. Und zwar, stellt euch jetzt mal vor, wir wollen nächste Woche alle zusammen in die USA fliegen und genau, wollen dort einen Freund besuchen. Ohne Geld geht da natürlich nichts. Ne? Also gehen wir zur Bank und heben uns jetzt einfach mal 1000 Euro ab, gehen in so eine Wechselkursstube und sagen jetzt, ey, ich will diese 1000 Euro in US-Dollar umtauschen. Okay, dann könnte es ungefähr sein, dass wir die 1000 Euro umtauschen in US-Dollar und roundabout 1100, 1200 US-Dollar zurückbekommen. So, jetzt seht ihr ja schon, es kommen mehr US-Dollar raus, als wir in Euro umgetauscht haben. Naja, das heißt, wir haben jetzt ungefähr $200 mehr sozusagen. Aber das ist auch nur, weil die US-Dollar-Schwankung zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen schwächer war als die Euro-Schwankung. Okay, versteht ihr, wie ich es meine? Und das ist der Punkt, warum, also ihr seht es ja jetzt quasi schon, warum wir durch so einen Vorgang immer und immer wieder profitieren können. So, jetzt habe ich als nächstes geschrieben, wir kommen jetzt in Amerika, beziehungsweise in den USA, wo auch immer, dort, wo wir halt mit US-Dollar bezahlen können, kommen wir jetzt an. Und der Freund, den wir besuchen wollen, der ist jetzt auch schon geisteskrank im Trading durchgestartet, der, ja, wie auch immer, der wohnt in der Traderstadt, hat sich mit extrem, extrem vielen Mentoren umgeben, unterhalten und ist jetzt wirklich auch ein Multimillionen-Trader und meint jetzt zu uns, ey Leute, ganz ehrlich, so, ich hab das letzte Jahr so reingehasselt, ich habe so viel verdient, ich lade euch jetzt die Woche einfach mal hier ein. Ne, der bezahlt uns alles, der spendiert uns das Hotel und so weiter und so fort, alles Mögliche. Und ja, jetzt fliegen wir wieder zurück nach Deutschland, wollen unsere 1000, sagen wir jetzt einfach mal 1200 US-Dollar, die wir quasi für diesen Kurztrip mit unserem Freund umgetauscht haben, wieder zurück in Euro tauschen, weil was wollen wir in Deutschland mit US-Dollar anfangen? Nichts, außer du bestellst jetzt online irgendwo auf einer, ja, amerikanischen Website, dann kannst du das natürlich benutzen, aber genau das ist der Punkt. So, was wollen wir in Deutschland mit US-Dollar anfangen? Nichts. Okay, das heißt, wir gehen wieder in die Wechselkursstube, wollen unser Geld wieder in Euro umtauschen und jetzt ist es so, dass der Wechselkurs vielleicht total beschissen steht. Okay, der steht gerade total beschissen und wir tauschen aber trotzdem unser Geld um, einfach aus dem Grund, weil uns Informationen fehlen, okay, weil wir nicht wissen, dass der Wechselkurs gerade schlecht steht und bekommen dann statt 1000 vielleicht nur 900 Euro zurück, okay? Und jeder, der jetzt nicht weiß, dass so eine Wechselkursschwankung herrscht, okay, dass es sowas gibt, dass die Währungen unterschiedlich stark sind und so weiter und so fort, okay, der würde jetzt erstmal nachdenken, warte mal. Ich habe hier 1000 Euro hingebracht, okay, habe die umgetauscht. Und jetzt bekomme ich nur 900 Euro zurück, das ist doch jetzt verarsche. Das kann auch gar nicht sein. So, und genau das ist der Punkt. Das sind einfach immer wieder fehlende Informationen. Angenommen, wir kommen jetzt zurück,
gehen in die Wechselkursstube und der Kurs steht gerade perfekt, okay, der ist gerade richtig, richtig gut, dann könnten wir mit diesem Vorgang vielleicht sogar 100, 200 Euro Profit machen, okay? Nur weil wir die eine Währung gegen die andere gehandelt haben, beziehungsweise getauscht haben. Wir gehen einmal weiter in die Praxis, okay? Jetzt ist natürlich auch wichtig zu sehen, ey, wie sieht das denn in der Praxis aus? Ich denke, alle, die auf dem Call sind, haben so ein Diagramm bestimmt schon mal gesehen, beziehungsweise sind wir wahrscheinlich alle schon mal in Berührung mit diesem Chartbild gewesen. Und zwar habe ich euch jetzt hier mal ganz kurz so ein kleines Beispiel angezeichnet. Ne, die blaue Linie, das ist unser Entry, also sprich unser Einstieg. Dort sind wir in den Markt eingestiegen. Wir haben jetzt einen Take-Profit an unserer grünen Linie und einen Stop-Loss. Ein Stop-Loss ist unsere Verlustgrenze, falls sich der Trade nicht so entwickeln sollte, wie wir das geplant haben. Okay, wir analysieren ja erst einen Trade, um diesen Trade dann letztendlich mitzunehmen. Aber ja, auch wir machen mal einen Fehler. Auch ein Profi macht mal einen Fehler, okay? Und diese Fehler gehören zu 100% auch mit dazu, weil es ist wichtig, Fehler zu machen, weil wir genau aus solchen Fehlern lernen, okay? So, aber um auf den Stop-Loss zurückzukommen, angenommen, wir analysieren jetzt einen Trade, der sieht auch am Anfang erstmal ganz gut aus, okay, der läuft auch gut, wir sehen erstmal blaue Zahlen, aber dreht sich dann nochmal in die andere Richtung um und ist dann plötzlich irgendwie im Verlust, okay? Wir sehen dann plötzlich rote Zahlen, wir denken uns so, scheiße. Und dann denken wir uns aber, ah, warte mal, ich habe doch meinen Stop-Loss, ich habe doch meine Verlustgrenze eingestellt. Ich habe doch bestimmt, wie viel ich im allerschlimmsten Fall verliere, okay? Das heißt, diese Verlustgrenze ist quasi dein Stop-Loss, also dein Stop, wo du für dich bestimmt hast, ey, zum Beispiel, Niki hat jetzt gesagt, ich will pro Trade maximal, wirklich aller maximal, möchte ich hier 3 Euro pro Trade verlieren. Was wird Niki verlieren? 3 Euro pro Trade, okay? Und genau das ist das Ding, ne? Das kann man halt sehr, sehr schön mit diesen Stop-Loss wirklich, wirklich auch einstellen, ne? Dass man da auch immer in seinem Management drin ist und da eben auch keine dummen Fehler, sage ich jetzt mal, begeht. Genau, wir rechnen uns eine, warte mal, ich sehe irgendwie nicht, was ich hier geschrieben habe, aber ist eigentlich auch egal. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir in diesem Forex-Markt mit bestimmten Begriffen arbeiten, beziehungsweise mit bestimmten Einheiten arbeiten. Also ihr kennt bestimmt, keine Ahnung, hier, ich habe jetzt hier eine Wasserflasche, da sind jetzt vielleicht noch 0,5 Liter drin, also ungefähr 500 Milliliter, okay? Wir haben jetzt zum Beispiel eine Milch im Kühlschrank stehen, da sind 1 Liter drin. Okay, also das sind ja auch bestimmte Einheiten, bestimmte Maßeinheiten und kann man jetzt auch mit Kilogramm nehmen. Ich wiege jetzt zum Beispiel 60 Kilo oder wie auch immer. Ich glaube, ihr versteht auch, was ich hinaus will, okay? Und in diesem Forex-Markt herrschen bzw. berechnen wir Bewegungen, die wir quasi in diesen Markt mitnehmen, auch anhand bestimmten Einheiten, die sich Pips oder Pipetten nehmen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass wir anhand dieser Pip-Bewegungen bezahlt werden. Also angenommen, wir machen jetzt ein Pip in diesem Markt, also wir machen eine Bewegung von einem Pip und wissen jetzt, beziehungsweise haben uns das so eingestellt, dass wir jetzt pro Pip 1 Euro gewinnen, beziehungsweise verdienen. Ne, dann wissen wir jetzt, okay, wir haben eine Pip-Bewegung hinterlegt und haben jetzt 1 Euro verdient. Okay, eigentlich ganz easy. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass im Durchschnitt die meisten Trader ungefähr so 1-3% am Tag von ihrem Handelskonto riskieren. Ich habe jetzt hier mal ein kleines Beispiel dazu geschrieben. Angenommen, wir haben ein Konto, eine Kontogröße von 100 Euro. Bei einer Kontogröße von 100 Euro setzen wir eine Lot-Size von 0,01. Was ist jetzt eine Lot-Size? Ihr müsst euch vorstellen, eine Lot-Size ist quasi, wie soll ich das am allerbesten einfach erklären? Das habe ich nämlich tatsächlich am Anfang auch nie gecheckt mit den Lot-Sizen, muss ich wirklich sagen. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, Lot-Size ist einfach so dein bestimmtes Risiko, was du in dem Trade eingehst. Okay, wir tippen da jetzt nicht in unserer Trading-App, tippen wir jetzt nicht ein, ey, die Laura, die will jetzt 1,5% in diesem Trade riskieren, sondern die Laura geht jetzt auf eine bestimmte Website, auf einen bestimmten Calculator und rechnet sich mit diesem Calculator anhand ihres allerhöchsten Prozentsatz, den sie riskieren möchte, eine Lot-Size aus, okay? Eine Lot-Size. Und diese Lot-Size bestimmt dann in unserem Trade, wie viel wir gewinnen oder auch verlieren, okay? So, wir wissen jetzt, okay, wir haben ein Konto von 100 Euro und genau, bei einer Kontogröße von 100 Euro, sage ich euch ehrlich, sollte man immer die allerkleinste Lot-Size traden. Das wären jetzt in dem Fall 0,01 Lot. So, 0,01 Lots sind jetzt umgerechnet ungefähr 10 Cent pro Pip,
Okay? Wir sehen ja jetzt hier in diesem Beispiel, wir haben unseren Einstieg, unseren Entry und unseren Take Profit. Jetzt sehen wir hier, wir haben jetzt hier eine ungefähre 100-Pip-Bewegung. Okay, wir haben 100 Pips in diesem Markt hinterlegt und wissen jetzt, okay, wir verdienen pro Pip, ne, bei einem Konto von 100 Euro 10 Cent pro Pip. So, wir haben jetzt 100-Pip-Bewegung hinterlegt, verdienen jetzt pro Pip 10 Cent. Das heißt ungefähr, also was heißt ungefähr? Wir würden quasi mit diesem Trade 10 Euro erzielen. Und jetzt denken sich die meisten wahrscheinlich, boah, 10 Euro ist ein bisschen wenig, oder? Also hier, Trading wird ja immer vom großen Geld, vom großen Cash erzählt. Und jetzt hier mache ich hier so eine fette Bewegung und verdiene aber nur, keine Ahnung, 10 Euro. Und genau das ist nämlich der Point, weil ich sag mal so, im Trading kommt es immer auf deine Kontogröße an, okay? Nur weil du jetzt, oh, jetzt ist es ganz schön hell geworden hier, nur weil du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, auf einem 100-Euro-Konto ist ja 1% auch 1% wie zum Beispiel auf einem 100.000-Euro-Konto, okay? Auf einem 100.000-Euro-Konto ist aber 1% nicht mehr nur 1 Euro, sondern dann auch schon 1.000 Euro. Und genau das ist einfach der Punkt, okay? Es kommt im Trading einfach nur darauf an, ey, wie viel Kapital hast du zur Verfügung? Was geht da eigentlich alles ab, okay? Und jetzt denken sich wahrscheinlich die meisten, ey, ich habe aber gerade nicht viel Kapital. Und ich sage so, ehrlich, Leute, keine Ahnung, ich hatte nicht mal genug Kapital eigentlich schon zum Starten. Und genau das ist einfach der Punkt. Das heißt, natürlich hat man gerade als junge Frau, als junger Mann nicht so viel Kapital zur Seite liegen. Ich meine, woher auch? Man kommt meistens früh aus der Schule raus, fängt vielleicht eine Ausbildung an, bricht die ab, weil man dann IM kennenlernt und denkt, ey, das ist jetzt hier mein Business, wie auch immer. Also sowas bei mir zumindest. Und dann denkt man, okay, ich habe jetzt 100 Euro und weiß jetzt, okay, wenn ich jetzt 100 Pip-Bewegungen mache, verdiene ich nur 10 Euro, macht ja gar keinen Sinn, lohnt sich nicht für mich. Aber Leute, jetzt haltet euch fest, okay? Weil umso größer dein Konto wird, umso mehr Gewinne machst. Also nicht umso mehr Gewinne machst du auch, sondern umso größer werden deine Gewinne. Ich zeige euch das jetzt hier einfach nochmal ganz, ganz kurz. Wir haben jetzt hier nochmal das Beispiel und jetzt seht ihr hier noch einmal ganz, ganz kurz die Lot-Size-Größen. Okay, wir wissen ja jetzt, okay, bei einem 100-Euro-Konto riskieren wir eigentlich nicht mehr als 0,01 Lot. Das sind quasi 10 Cent pro Pip. Jetzt stellt euch aber mal vor, wir haben wirklich Zugriff auf ein 10.000-Euro-Konto. Dann ist ja klar, dass wir natürlich auch mehr riskieren können, okay? Weil wir viel, viel mehr Volumen, sag ich jetzt mal, viel mehr Kapital zur Verfügung haben, welches wir auch in einen Trade investieren können, okay? Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ey, ich möchte jetzt von meinem 10.000-Euro-Konto 1% riskieren, sind das jetzt nicht mehr nur wie bei einem 100 Euro ein Euro, sondern schon 100 Euro, okay? Und somit kannst du natürlich mit 100 Euro viel, viel mehr aus diesem Markt mitnehmen, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal die Lot Size 0,10 ansehen, wissen wir schon, ey, pro Pip verdienen wir 1 Euro. Ne? Das heißt, wir würden jetzt mit dieser Pip-Bewegung alleine schon mal 100 Euro verdienen. Ne? Wenn es jetzt weitergeht auf die Lot Size 1,00, verdienen wir schon 10 Euro pro Pip. Und 100 mal 10 müssten 1.000 sein. Ich war nie gut in Mathe, aber ich glaube, es müssten 1.000 sein. Sehr gut. Perfekt. Genau, und das ist halt einfach so der Punkt. Okay, Leute, es ist wirklich immer nur die Kontogröße und es ist vor allem ganz, ganz wichtig, deine Gewinne oder auch Verluste immer in Prozenten zu sehen, okay? Also, wir wissen jetzt, ey, wir haben ein 100-Euro-Konto, wir machen jetzt zum Beispiel 1 Euro Verlust, dann wissen wir, ey, ich habe jetzt auf mein Konto 1% Verlust gemacht, okay? Wichtig ist, dass man von Anfang an wirklich direkt mit diesen, ja, wie soll ich, diese Verluste oder diese Gewinne wirklich direkt in Prozenten sieht. Nicht in den Beträgen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, ey, wir sind jetzt diesen Trades, sind wir jetzt mit 1,00 Lot eingegangen und haben jetzt quasi bei einer 100-Pip-Bewegung haben wir jetzt 1.000 Euro verdient. Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt auf deiner Trading-App oder auf deinem Handy sehen würdest, du hast jetzt 1.000 Euro verdient? Du wirst direkt darüber nachdenken, ey, was kann ich jetzt ausgeben? Oder wofür kann ich jetzt ausgeben? Boah, davon kann ich meine Miete bezahlen. Und so weiter und so fort. Okay, versteht ihr, wie ich es meine? Und genau das ist der Punkt. Wir Menschen handeln bzw. denken direkt emotional darüber nach, ey, wofür könnten wir dieses Geld jetzt benutzen? Aber das ist Schmarrn im Trading, okay? Weil wir wollen natürlich uns nicht nur mit 1.000 Euro zufrieden geben, sondern im Trading ist viel, 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 viel mehr möglich, was wir dann natürlich rausholen sollen oder beziehungsweise können, wenn wir es wollen. Das heißt, jetzt bist du halt gefragt, ey, lasse ich diese 1.000 Euro einfach auf mein Trading-Konto, um nochmal 1.000 Euro zu machen und dann 2.000 Euro zu haben, oder zahle ich sie mir jetzt schon aus, handle emotional und verbrassel das Geld direkt. Das, sage ich aber gleich, hat nichts mit finanzieller
mit, ja, ich würde nicht sagen Bildung, sondern eher so mit ja, wie soll ich es am besten ausdrücken? Das hat nichts damit zu tun, finanziell smart zu handeln, okay? So, und wir wollen finanziell smart handeln, vor allem im Trading, weil wir uns hier eben langfristig Kapital aufbauen wollen, was uns, sage ich jetzt mal, langfristig unseren Lebensunterhalt finanziert. Das heißt, du solltest dir einfach die Frage stellen, ey, bist du jetzt bereit dazu, zum Beispiel die nächsten 3 Jahre, das ganze Geld, was du im Trading verdienst, einfach dort zu lassen, um immer und immer mehr dort rauszuholen und dann, sage ich jetzt mal, von diesem Geld, was natürlich immer und immer mehr wird, sage ich jetzt mal, deinen Lifestyle finanzieren zu können. Oder du machst halt jeden Monat 1.000 Euro und lässt dir diese 1.000 Euro direkt jeden Monat immer auszahlen. Ich meine, klar, so kannst du dir auch direkt, sage ich jetzt mal, mehr Freiheit aufbauen, brauchst vielleicht deinen Job nicht mehr, brauchst vielleicht ja deine Ausbildung nicht mehr oder sonst irgendwas, aber dennoch, ja, sind es halt auch nur 1.000 Euro und ich glaube, wir wissen alle, was 1.000 Euro aktuell wert sind, müssen ungefähr, keine Ahnung, 992 Euro sein, ne, laut Inflationsrate und so weiter und so fort, das heißt, sind eigentlich nicht mal mehr 1.000 Euro und genau das ist einfach der Punkt, ne, also work smart, beziehungsweise trade smart, ne, und handel beziehungsweise gehe smart mit deinem Handelskonto um. Jetzt gehen wir mal ganz kurz darauf ein. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätten, Zugriff zu bekommen auf ein 10.000 Euro Konto, so wäre das ja eigentlich relativ nice, oder? Also wäre das ja schon richtig, richtig nice, weil wir ja dann wissen, ey, 1% auf einem 10.000 Euro Konto sind schon mal 100 Euro, okay? Und das ist ja schon mal ziemlich, ziemlich nice. Und jetzt kommen wir so zu dem Punkt, wo wir wirklich mal reingehen in das Thema FTMO. Was bedeutet FTMO? Was ist eigentlich FTMO? Weil FTMO ist die Lösung für jede einzelne Person, die sagt, ich habe nicht genug Kapital zum Trading. FTMO ist die Lösung. Bei FTMO seine Fremdkapital, beziehungsweise seine Firma, die erfolgreichen Tradern, beziehungsweise Händlern, Fremdkapital in Höhe von 10.000 bis 400 Euro zur Verfügung stellen. 400.000, Entschuldigung. Ja, 10.000 bis 400.000 Dollar, Euro, oh mein Gott, jetzt bin ich völlig durcheinander, zur Verfügung stellen. Und Leute, das ist wirklich sehr, sehr verrückt, weil, ja, wann hat man schon die Möglichkeit, auf so viel Kapital zuzugreifen und das dann tatsächlich für sich auch noch als Hebel zu nutzen, okay? Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Firma einen 2-stufigen Evaluierungsplan entwickelt hat für alle Händler, die ihre Fähigkeiten quasi unter Beweis stellen wollen, okay? Das heißt, angenommen, du hast dich jetzt, keine Ahnung, entweder über IM oder vielleicht auch anderweitig über das Trading informiert, hast du diesen Skill wirklich angeeignet, bist mittlerweile so sicher, dass du bereits schon dein Echtgeldkonto verdoppelt hast, vielleicht auch schon Demo-geisteskranke Profite erzielt hast und sagst jetzt, ey, ganz ehrlich, was steht mir eigentlich im Weg? Ich starte jetzt mal so eine Challenge. Ich möchte mich jetzt einfach mal unter Beweis stellen. Jetzt ist die Frage, okay, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich so eine Challenge starte? Oder wie bekomme ich überhaupt Zugriff auf so ein 10.000 bis 400.000 Euro Konto, okay? Und ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, dass man quasi, ja, eigentlich jede Person hier auf dem Call könnte heute mit uns allen zusammen eine FTMO-Challenge starten. Und diese Challenge besteht aus 2 Schritten. Der erste Schritt ist die FTMO-Challenge an sich und der zweite Schritt ist die Verifikation. Ich kann das Wort immer nicht aussprechen, tut mir leid. So, und jetzt gehen wir mal rein in das Ganze. Wie sieht das Ganze aus? Wie sieht dieser Evaluierungsplan bzw. Prozess vor allem aus? Und ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, wir hatten es ja gerade schon gesagt, im ersten Step haben wir quasi unsere Challenge, okay? Ich lese es einfach mal ganz kurz vor, ihr könnt es auch selbst nehmen. Die FTMO-Challenge ist der erste Step des Evaluierungsprozesses. Dieser Step muss erfolgreich absolviert werden, um zur Verifikation zu gelangen. Okay, das heißt, wir müssen in dem ersten Step unsere Handelsfähigkeiten unter Beweis stellen. Wir müssen zeigen, dass wir, sage ich jetzt mal, nicht emotional traden, dass wir profitabel traden, dass wir nicht viel riskieren und so weiter und so fort. Das sind zum Beispiel alles solche Punkte, wo wir uns als Trader einfach unter Beweis stellen müssen, okay? So, angenommen, wir haben jetzt diesen Step erreicht, wir haben diese Challenge jetzt bestanden, wir haben nicht emotional gehandelt, wir haben uns immer an unseren Tradingplan gehalten, wir haben immer sichere Trades nur mitgenommen und so weiter und so fort. Sagt jetzt FTMO, okay, sah jetzt für mich echt richtig, richtig gut aus, ich lasse dich jetzt rüber in den zweiten Step, in die Verifikation. Okay, und in der Verifikation ist quasi, das ist quasi der zweite und auch der letzte Step, ne, auf dem Weg zum FTMO-Trader. Sobald Sie die Verifikation bestanden haben und Ihre Ergebnisse verifiziert sind, erhalten Sie das Angebot für unsere
ich kann das Wort auch nicht aussprechen, Trading-Firma zu handeln. Okay, das heißt, wir bekommen dann das Angebot, für diese Firma wirklich offiziell handeln zu dürfen und das eben mit ihrem Kapital, was sie uns zur Verfügung stellen. So, jetzt kommen wir zum dritten Step. Und da seht ihr ja oben drüber auch schon stehen, verdienen sie echtes Geld. Das heißt, ich glaube, das ist auch logisch dann Schluss zu folgern, dass wir in den ersten zwei Steps erstmal mit einem Demokonto handeln, weil wir uns ja unter Beweis stellen. Und ab dem dritten Step, okay, also bei der 03-Punkt, sind wir dann qualifizierte FTMO-Trader, okay? Und da läuft es dann quasi so ab, dass wenn wir ein qualifizierter FTMO-Trader sind, quasi wirklich bis zu 90% Provision auf all unsere Gewinne erhalten. Jetzt gehen wir mal ganz, ganz kurz zurück auf diese Rechnung gerade. Wir wissen jetzt, okay, 10.000 Euro. 1% 100 Euro. Angenommen, wir machen jetzt im Monat ungefähr so 10%, ne, dann sind das ja schon 1.000 Euro. Und jetzt wissen wir, okay, wir bekommen von unseren Gewinnen, sag ich jetzt mal, also am Anfang sind es 80%, was hochgeht bis 90%. Okay, also gehen wir jetzt einfach von den Anfang aus. Wir wissen, wir haben 10.000 Euro gemacht, ne, oder? Ja, nee, wir haben 1.000 Euro gemacht, Entschuldigung. Wir haben 1.000 Euro gemacht und bekommen davon jetzt 80% ausgezahlt. Das sind wiederum 800 Euro. Okay, das heißt, wir machen 10% im Monat und verdienen mit so einer Challenge direkt 800 Euro. Und das ist wirklich sehr, sehr geisteskrank. Jetzt gehen wir mal weiter. Weil FTMO hat natürlich auch Regeln. Okay, und jetzt gehen wir mal ganz kurz in diese erste Challenge rein, also in die FTMO-Challenge an sich. Und zwar ist es so, dass du quasi 30 Tage Zeit bekommst von der Company, um der Company zu beweisen, dass du in der Lage bist, in 30 Tagen 10% zu erzielen auf deinem Handelskonto, also auf diesem 10.000 Euro Konto, okay? Also wir gehen jetzt einfach, oder wir starten einfach mal von unten. Wir haben jetzt hier Refundable Fee, okay? Das heißt, natürlich, also ich denke, das war den meisten vielleicht auch schon klar, da kriegen wir so eine Challenge nicht einfach so hinterhergeworfen oder geschenkt, wie auch immer. Nee, stattdessen, du hast eine mega coole Upline und die sagt, ey, ich gönne dir jetzt einfach mal eine FTMO-Challenge, dann ist natürlich super geil. Aber an sich müssen wir natürlich trotzdem auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, okay? Und bei einer 10.000-Euro-Challenge ist es zum Beispiel so, dass wir nur 155 Euro bezahlen müssen, um so eine Challenge starten zu können. Und das ist wirklich geisteskrank, okay? Jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Regeln. Das heißt, erstens, wir bezahlen 155 Euro, um Zugriff auf ein 10.000 Euro Konto zu erhalten. So, jetzt wissen wir, okay, unser Profitziel, also wir müssen uns jetzt unter Beweis stellen, beziehungsweise wir müssen der Firma beweisen, dass wir dazu in der Lage sind, in 30 Tagen 10% auf diesem 10.000 Euro Konto zu erzielen. Also 1.000 Euro. Okay, jetzt sagt die Company, wir hatten es gerade über das Thema Tradingplan, Risikomanagement richtig einhalten und so weiter und so fort. Jetzt sagt die Firma, ey, wir wollen aber nicht, dass du jetzt riskant tradest, okay? Und deswegen hat die Firma gesagt, ey, wir geben den Tradern einen Maximum Daily Verlust an, okay? Also einen Verlust, den du maximal am Tag verlieren darfst. Und da liegen wir bei 5%, also bei 500 Euro. Okay, und insgesamt in diesen 30 Tagen hast du auch einen Maximalverlust von 1.000, also von 10%, von 1.000 Euro 10%. Okay, das heißt, du musst in diesem ersten Step einfach nur darauf gucken, dass du am Tag nicht mehr als 500 Euro verlierst und insgesamt in diesen 30 Tagen nicht mehr als 1.000. Das Ziel sollte natürlich allerdings sein, sagen wir es mal ganz ehrlich, im allerbesten Fall zum Beispiel täglich 0,5 bis 1% zu machen. Weil wenn wir täglich schaffen, 0,5 bis 1% zu schaffen, dann schaffen wir es zu 100% auch in 30 Tagen diese Challenge zu bestehen. Und das ist mega cool. So, den letzten Punkt, den ich jetzt hier vergessen habe, ist, dass uns die Company eine Mindesthandelstageanzahl, wie auch immer, mitgibt. Das heißt, die Firma gibt uns vor, wir müssen mindestens 10 Tage handeln, okay? Das heißt, wir können jetzt nicht an einem Tag zum Beispiel jede Stunde 1% machen und das machen wir jetzt 10 Stunden lang und haben quasi am ersten Tag schon unser Gewinnziel erreicht für die 30 Tage, die wir in den 30 Tagen machen müssen, okay? Dann sagt die Company, okay, du hast zwar jetzt schon 10% erreicht, aber du hast nicht mindestens 10 Tage gehandelt und deswegen bist du jetzt mit dem ersten Step auch nicht durch. Das heißt, wir müssen jetzt trotzdem weiterhin noch 9 Tage handeln. Okay? Das heißt, es ist extrem, extrem wichtig, auch das einzuhalten, ne? Mindestens 10 Tage zu handeln. Wenn wir das jetzt bestanden haben, okay, wir haben
keine 500 Euro am Tag verloren, wir haben insgesamt auch keine 1000 Euro verloren, sondern wir haben 1000 Euro gewonnen, wir haben 10% gemacht auf unserem Konto, dann kommen wir in die Verification, okay? Und bei der Verification ist es so, dass wir diesmal nicht nur 30 Tage Zeit haben, sondern sogar 60 Tage Zeit, okay? Wir haben 60 Tage Zeit, um die Hälfte zu verdienen, beziehungsweise zu machen auf dem Konto. Okay, also wir müssen nur noch die Hälfte erzielen und haben doppelt so viel Zeit. Okay, in diesem Step ist es so, dass wir erstens nichts mehr bezahlen müssen. Zweitens müssen wir nur noch 5% erzielen, also sprich 500 Euro. Der maximale Verlust bleibt trotzdem gleich. Das heißt, auch in diesen 60 Tagen dürfen wir nicht mehr als 1000 Euro verlieren und am Tag nicht mehr als 5% verlieren. Die Minimum-Handelsanzahl, oh mein Gott, sind aber trotzdem immer noch 10, okay? Das heißt, wir müssen trotzdem mindestens 10 Tage handeln, um diese 5% zu erzielen. Das haben wir jetzt auch gemacht, wir haben 5% erzielt, hatten keinen Verlustrate drin, sondern haben wirklich 10 Tage lang jeden Tag, keine Ahnung, 0,5% gemacht und somit dann mit unserer Verification. Was passiert dann? Wir kommen in Step 3 und sind somit qualifizierter FTMO-Trader. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist es nämlich so, du bekommst keine Zeit mehr vorgeschrieben, wo du dich zum Beispiel danach richten musst, ey, ich muss jetzt 90 Tage hier traden und mich nochmal unter Beweis stellen. Nein, das ist alles dir überlassen, okay? Weil du verwaltest jetzt dieses Kapital, du verwaltest jetzt dieses Konto. So, das Einzige, was hier trotzdem immer noch drin bleibt, und das ist ganz, ganz wichtig, sind die Tagesverlustgrenzen und die Gesamtverlustgrenzen, okay? Das heißt, wenn du jetzt ein 10.000-Euro-Konto hast, darfst du zum Beispiel bei dem maximalen Verlust in der gesamten Laufbahn niemals unter 9.000 Euro kommen. Solltest du bei 899 Euro ankommen, dann hast du die Challenge verloren, okay? Dann ist es vorbei. So, solltest du aber das nicht tun, dann bist du immer wieder dabei. Und das Schöne an dem Ganzen ist, erstens, dass du diese 155 Euro, die du am Anfang investiert hast, direkt wieder zurückbekommst. Und zweitens, einfach mal dicke, fette 80-90% auf all deine Gewinne erhältst. Und Leute, ich sage es euch ehrlich, das ist geisteskrank. Und jetzt zeige ich euch ein Beispiel. Angenommen, wir verwalten ein Fremdkapitalkonto von 100.000 Euro, okay? 100.000 Euro ist für die meisten wahrscheinlich jetzt auf dem Call erstmal so, 100.000 Euro, aber ich sag's euch ehrlich, 100.000 Euro sind auch nur 100.000 Euro, das ist genauso wie 10 Euro, also Geld hat keine Wertung, okay, du gibst ihm die Wertung, du gibst dem Geld immer die Bewertung und das sollte dir einfach bewusst sein, okay, das heißt, wir handeln jetzt wirklich ein 100.000 Euro Konto und bekommen auf alle Gewinne 80-90% Provision, so, am Anfang, wie ich vorhin schon erwähnt habe, bekommen wir eben erstmal nur diese 80% Provision und wenn du wirklich eine Zeit lang mit als qualifizierter FTMO-Trader der Firma auch beweist, dass du konstant bist, dass du profitabel bist, dann stockt die Firma auch auf 90%. So, ungefähr im Schnitt, sage ich jetzt mal, machen die meisten Trader im Monat 5 bis 10, auf jeden Fall eigentlich schon 10%, ne, ist definitiv möglich, ne, und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, das heißt, wir wissen ja, 100.000 Euro Konto, machen darauf jetzt 10%, 10% von 100.000 Euro sind 10.000, das heißt, wir sind jetzt nicht mehr nur bei 100.000, sondern wir sind jetzt bei 110.000, okay, das heißt, wir haben jetzt einen Gewinn von 10.000 Euro erzielt und davon bekommen wir jetzt 80% Auszahlung. Und dann könnt ihr ja sehen, was das jetzt für eine Auszahlung wäre. Und Leute, ich sag's euch ehrlich, das ist komplett geisteskrank. Das ist wirklich komplett geisteskrank. Ich glaube, wenn ich jetzt, ja, jetzt bin ich sehr, sehr dunkel, aber ist eigentlich auch egal. Das ist wirklich sehr, oder warte, ich mach mein Handy an. Das ist wirklich sehr, sehr geisteskrank, wenn man sich überlegt, dass man einmal einen Skill gelernt hat, der einen jetzt sein restliches Leben bezahlt, dass man einmal sich ein paar Jahre vielleicht wirklich hingesetzt hat, um aktiv an seinem Skillset zu arbeiten, aktiv daran zu arbeiten, ey, wie kann ich lernen, an diesen Finanzmärkten wirklich zu profitieren, wie kann ich es schaffen, solche Wechselkursschwankungen profitabel für mich auszunutzen, wie kann ich es schaffen, an dieses Wissen heranzukommen und so weiter und so fort. Okay, das sind natürlich alles so Punkte, die man wissen sollte, die man wissen muss, aber ich sage es euch ehrlich, sind wir, also for real, ich hatte es vorhin mit meiner Mom sogar, so, wir waren vorhin essen und in einem Restaurant, wo ich auch schon mal gearbeitet habe und ich habe in diesem Restaurant vor 3 Jahren ungefähr gearbeitet und da hatte ich eine Kollegin, die hieß Lynn.
Und die hat uns heute bedient. Und ich dachte mir so, es sind jetzt 3 Jahre vergangen und du bist irgendwie immer noch hier und ich fliege nächsten Monat für 1-2 Monate nach Teneriffa und so, habe ich voll den Freedom Lifestyle und so weiter. Damit will ich gar nicht rumprallen, um Gottes Willen, aber damit will ich einfach mal sagen, dass es so, so crazy ist, was in so einer Zeit passieren kann, okay? Ich habe damals eine Ausbildung angefangen als Kauffrau für Versicherung und Finanzen, habe das ganze Ding nach einem Jahr abgebrochen, weil ich dachte, boah, Produktverkauf gar nicht meins, ne? Und Leute, nach 2 Jahren bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, ey, ich bin örtlich, zeitlich komplett unabhängig, ich kann machen, was ich will. Und ich wäre jetzt nicht mehr mit der Ausbildung fertig und würde mich jetzt wahrscheinlich immer noch mit, keine Ahnung, 900 Euro brutto zufrieden geben müssen. Versteht ihr, wie ich das meine? Und genau das ist einfach der Punkt. Stellt euch selbst die Frage, was ist für euch persönlich effektiver? 3 Jahre in eine Ausbildung investieren oder 3 Jahre ins Trading investieren, wo ihr wirklich von Experten lernt, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ich gerade davon spreche, ey, von Experten lernen, ich weiß gar nicht, okay, wir haben noch 8 Minuten, dann kann ich euch nochmal ganz kurz was zeigen, weil ich will euch wirklich mal zeigen, wie ich es zum Beispiel auch geschafft habe, mir wirklich so das Wissen anzueignen, wo ich mir das Wissen hergeholt habe und so weiter und so fort. Und da möchte ich wirklich einmal ganz, ganz kurz über IAM sprechen. Und IAM ist wirklich die Möglichkeit, die ja mir einfach die Möglichkeit gegeben hat, örtlich und zeitlich frei zu sein. Und genau das ist einfach der Punkt, Leute. Diese Company, diese Ausbildungsplattform ist eine Ausbildungsplattform, die heutzutage meiner Meinung nach jeder Mensch zu 100% braucht. Weil, drop mir mal bitte eine einzelne Chat, wenn du in der Schule gelernt hast, wie du mit Geld umgehst. Drop mir mal bitte in eine einzelne Chat, wenn du in der Schule gelernt hast, wie du aus 1 Euro 2 machst. Drop mir mal bitte eine einzelne Chat, wenn du in der Schule gelernt hast, wie Steuern funktionieren, was Steuern überhaupt sind. Drop mir mal bitte eine einzelne Chat, wenn du weißt, wie du eine Währung gegen die andere wechseln kannst und davon profitieren kannst. Drop mir mal bitte eine einzelne Chat, ob du in der Schule gelernt hast, wie man richtig sein Geld investiert. Drop mir mal bitte eine einzelne... Ich könnte jetzt so weitermachen, okay? Aber genau, das ist einfach der Punkt. So, und wisst ihr was? Ich habe in diesen 2 Jahren alles über Finanzen und so weiter, über diese Plattform gelernt, okay? Und genau das ist der Punkt. Jetzt ist die Frage, ey, wie kann ich damit starten, okay? Wie kann ich damit überhaupt anfangen? Wo kriege ich das richtige Wissen her? Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Und so weiter und so fort. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, als ich damals gestartet bin, ich habe ja immer erzählt, ich habe eine Ausbildung zur Kauffrau für Versicherung und Finanz gemacht. Ich war damals auch so ein bisschen im Vertrieb. Das heißt, ich habe auch andere Leute angesprochen, ob sie mit mir zusammen Versicherung verkaufen wollen. Ja, ist auch so ein bisschen Network und so weiter und so fort. Und damals bin ich zwei jungen Kerlen begegnet, die ich auch angesprochen habe. Und meinte, ey, voll cool, dass ihr unterwegs seid. Wollte ich mal fragen, was ihr so macht. Und die meinten dann so, ja, wir traden. Und ich so, was ist Trading, Digga? Was ist das? Gar keinen Plan gehabt, ich sag's euch ehrlich. Also vor 2 Jahren, ich stand an dem Punkt, wo ich dachte, Digga, was ist Trading? Wie wird das geschrieben und wie kann ich bitte mein Geld damit verdienen? Und ich sag's euch ehrlich, Leute, alle, die jetzt denken, ey, ich habe gar keinen Plan, was Trading ist, wie Trading funktioniert und so weiter und so fort. Leute, ich stand genau an diesem selben Punkt. Okay, ich zu 100% und wahrscheinlich noch viel schlechter. Ich hatte eine 5 auf mein Abschlusszeugnis in Mathe. Ich war gefühlt die Schlechteste in der Klasse und so weiter und so fort. Und trotzdem habe ich es ja irgendwie hingekriegt. So, wisst ihr, wie ich es meine? Und die Frage ist, wie habe ich es hingekriegt? Wisst ihr was? Ich zeige euch jetzt was. Wir haben in unserer Academy haben wir verschiedene Basic-Reihen, okay, wo uns quasi beigebracht wird, wie das Trading funktioniert, was Trading überhaupt bedeutet, was Trading ist und so weiter und so fort. Wir klicken uns da mal ganz, 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 ganz kurz rein. Und so habt ihr hier zum Beispiel eine komplette Basic-Reihe, wo euch erstmal erklärt wird, ey, was ist Forex überhaupt? Was sind an diesem Forex-Markt bestimmte Marktteilnehmer, okay? Wann wird Forex getradet? Was bedeutet Buy? Was bedeutet Sell? Was ist ein Pip? Habe ich euch vorhin auch schon kurz erklärt, ne, was ein Pip ist. Hebel und Lots und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt hier eine komplette Lernplattform, wo ihr genau von A, was ist Trading eigentlich, das geschrieben von A, ich weiß, was Trading ist, kann damit hauptberuflich gehen, ich verdiene damit mein Geld, ich kann damit mein Freedom Lifestyle führen. Wisst ihr, wie ich es meine? Dann könnt ihr das hier alles lernen. Und genau das ist einfach der Punkt. Okay, Leute, es ist immer nur ein Punkt der Information, beziehungsweise wann du die Information für dich nutzt. Und ich sage es dir ehrlich, die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist jetzt. Es wird sich auf jeden Fall in Zukunft einiges auf der Welt verändern. Sehr, sehr viel verändern. Ich will niemandem Angst machen oder so, aber es wird auf jeden Fall ein ordentlicher Knall auf uns zukommen. Und die Frage ist einfach nur, nutzt du das, was dir hier, sage ich jetzt mal, auf dem Serviertablett geliefert wird, nutzt du das für dich oder guckst du wieder weg? Wie 95% der gesamten Menschheit.
die in den nächsten halben Jahr wahrscheinlich nicht mehr existiert, weil sie es nicht überleben. Sage ich so, wie es ist. Es hört sich verdammt hart an, aber es ist einfach die Wahrheit. Und somit, Friends, glaube ich, beende ich diesen Call, auch wenn es nicht so schöne Worte waren. Aber es ist einfach ein Fakt, okay? Informationen verändern Situationen und entweder du nutzt diese Informationen oder du lässt sie an sich vorbeiziehen und denkst immer noch, dass man online kein Geld verdienen kann, aber bis die oder derjenige, der wahrscheinlich jede Woche, keine Ahnung, mindestens einmal was bei Amazon bestellt und sich so denkt, ja, okay, so, ne, ich gebe jetzt Online-Geld aus, auf der anderen Seite verdient auch jemand Online-Geld, aber Online-Geld verdienen funktioniert auf jeden Fall nicht. Ne, und genau, das ist einfach der Punkt. Also Leute, so, also ich will es jetzt gar nicht so ausdrücken, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Seid einfach nicht so blöd und lasst solche krassen Informationen an euch vorbeiziehen, okay? Und somit, Ladies, und ich sehe jetzt, dass ja auch einige Gentlemen mit am Start sind, mega cool. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr konntet alles was mitnehmen. Und ich gebe das Wort einmal zurück ins Studio an Mrs. Alina. Let's go. Oh mein Gott, okay. Ladies and Gents, wie wir gerade hier schon gehört haben, bitte wirklich einmal einen virtuellen Applaus für diese krasse Stunde jetzt hier, für diesen Value, für all diese Informationen, denn wie Lorraine gerade schon gesagt hat, one information can change the situation und das ist, das dürfen wir nicht einfach, ja, mal so eben hinnehmen. Das ist wirklich absolut keine Selbstverständlichkeit und das Gute ist, wir sind jetzt alle positioniert. Wir sind ja jetzt schon zum Großteil jetzt gerade hier und haben schon eine Information für uns genutzt. Jetzt ist es nur wirklich unsere Aufgabe, das wertzuschätzen und unsere Zeit entsprechend einzusetzen. Deswegen, Leute, lasst alle die Ressourcen nutzen, die wir hier bekommen. Lasst uns all das Wissen nutzen, das wir hier, wie Lorraine gerade gesagt hat, auf dem Silbertablett geliefert bekommen, geschenkt bekommen letztendlich auch. Wir haben es uns verdient, okay? Wir sind hier schon in dieser Position. Wir haben dieses Privileg, diese ganzen Sachen hier nutzen zu können. Manche wissen nicht mal, dass das existiert. Manche können aus irgendwelchen Gründen halt wirklich nicht an solche Informationen rankommen oder überhaupt teilnehmen, wie auch immer. Und wir können es. Wir sind schon hier. Wir sind schon hier. Deswegen lasst uns das Ganze einfach verdammt nochmal nutzen. Alles klar? Deswegen, Leute, mit diesen Worten möchte ich einmal auch diesen Call dann hier schließen. Ich lasse gleich nochmal dann Musik spielen. Wir sehen uns alle dann Sonntag noch einmal zu unserem Body Mental Health Call um 20 Uhr. Gerne wie immer, ne, in der Gruppe rumfragen, beziehungsweise da auch gerne mal Feedback lassen, würden wir uns sowieso immer wieder freuen. Und da kommen auch wie immer die nächsten Informationen zu dem nächsten Call, der Flyer, der Promotext und so weiter und so fort. Deswegen, ich wünsche euch allen nochmal einen wunderschönen Abend. Genießt ihn nochmal, lasst ihn gut ausklingen oder beziehungsweise geht nochmal direkt auf Go Live und gönnt euch ein paar Trading Values. Und ansonsten sehen wir uns dann am Sonntag. Ciao, ciao.